Guten Tag, lieber Herr Valentin. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute interviewen darf für das Elternweb2go X-Large. Sie sind bekannt, international bekannt als zum Thema Achtsamkeit. Also ich glaube, das ist der Begriff, den man als erstes assoziiert. Sie sind Gestaltpädagoge, Autor und Gründer vom Arbor Verlag und vom Verein Mit Kindern wachsen. Habe ich was ganz Wichtiges vorweg vergessen? Oder grenzt das jetzt einmal schon ein bisschen die Das Fokus? reicht. Deckt schon mal ab. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass das klappt. Herr Valentin, haben Sie als Kind gefolgt? Es geht, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, als kleineres Kind noch einigermaßen, wobei mein Vater, es war eine seltsame Mischung bei uns. Mein Vater hatte vom Krieg her eine posttraumatische Belastungsstörung, wie ich heute weiß, und hat von daher immer mal wieder unkontrollierte Wutanfälle bekommen. Und auf der anderen Seite war er auf dem Trip der antiautoritären Erziehung, was irgendwie eine sehr seltsame Mischung ist. Von einerseits frei, aber jederzeit konnte irgendwie ein Donnerwetter ausbrechen. Und insofern hat sich das mit der Zeit eigentlich so entwickelt, dass ich so ein bisschen auf jeden Fall, um Wutausbrüche zu vermeiden, zumindest äußerlich gefolgt bin erstmal und zu allem genickt habe, aber dann oft dann doch das gemacht habe, was ich wollte. Je älter ich wurde, je weniger Kontrolle möglich war, desto mehr bin ich dann doch meine eigenen Wege gegangen. Ja, ich bin gleich mit der Frage so in medias res mit ins Thema reingesprungen. Allgemeiner gefragt, Thema Folgen. Es ist ja Folgen, Gehorsam, sind ja jetzt nicht mehr so Begriffe, die man unbedingt als. Also man hört es schon oft, aber dann gibt es auch einen großen Teil der Eltern, der ja sagt, naja, nein, wir sind jetzt eher, es geht alles um nur Bedürfnisse und also Thema Attachment Parenting und so weiter. Wie ist da dieser Bogen zu schaffen? Also kann man das überhaupt so sagen? Kann man, wie soll man das ausdrücken am besten? Folgt mein Kind, folgen Ihre Kinder? Wollen Sie, dass Ihre Kinder folgen? Also als erstes möchte ich sagen, dass ich diesen Wunsch, dass Kinder folgen und zumindest hin und wieder mal tun, was wir sagen, mehr als verständlich ist, weil eben es noch nie in der Menschheitsgeschichte eine Situation gegeben hat, wo die ganze Verantwortung, und die ist ja riesig, es gibt, glaube ich, kaum ein herausfordernderes Projekt, als Kinder ins Leben zu begleiten, vor allen Dingen, wenn man sie zumindest einigermaßen mit einbeziehen möchte und ihnen auch das Recht auf ihr eigenes Leben zugestehen möchte. Und dass das eine Riesenherausforderung ist, aber noch nie so wenig Unterstützung da war, dass die Verantwortung meistens entweder nur an der Mutter oder selbst wenn der Vater noch beteiligt ist, ist das eine Riesenherausforderung. Also dieser Wunsch ist mehr als verständlich. Und ich denke, man muss es als Langzeitprojekt, eher als Marathon sehen, als Spurt. Es gibt genügend Forschung, dass jetzt Methoden, die jetzt mehr auf Gehorsam, also die mehr mit Strafen, heutzutage nennt man das ja Konsequenzen, aber wenn wir ehrlich sind, Auch einer dieser sind das sehr Austrittsbegriffe, ne? selten natürliche Konsequenzen, also dass man zu spät kommt, wenn man getrödelt hat, das wäre eine echte Konsequenz, aber wenn ich mir die ausdenke, ist es letztlich eine Strafe. Und da gibt es genügend Erfahrung, dass das nicht funktioniert. Und es auch noch Nebenwirkungen hat, was spätere zu Depressionen, Angsterkrankungen, allem Möglichen führen kann, wenn wir quasi mit Drohungen, mit Androhungen von Strafen arbeiten. Die andere Seite ist eben, dass wenn Kinder wirklich verbunden sind mit ihren Eltern, die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dass sie auch folgen, zumindest mittelfristig, weil die Riesenherausforderung, glaube ich, ist, dass wir als Menschen nicht nur das Bedürfnis haben, uns verbunden zu fühlen mit anderen,
sondern wir haben auch ein Bedürfnis nach Souveränität oder nach Selbstbestimmung. Die Frauen haben sich das erkämpft in den letzten Jahrzehnten weitestgehend, nicht in allen Bereichen, aber doch sehr viel weitgehender als noch vor 50, 100 Jahren. Aber dass Kinder vielleicht auch schon ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung und nach Souveränität haben, das ist noch relativ neu und wir als Eltern können da noch nicht auf eine eigene Erfahrung zurückgreifen. In den seltensten Fällen haben wir das selbst erlebt, dass wir zumindest mit einbezogen wurden in die Entscheidung der Großen. Also unsere Erfahrung im Verein mit Kindern wachsen zeigt, dass man nicht, dass die Kinder, dass das gar nicht günstig ist, dass sie immer alles tun dürfen, was sie wollen. Das brauchen sie auch nicht. Aber was sie brauchen, ist unser Verständnis dafür, dass sie diese Wünsche haben. Also Empathie ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, dass Kinder sich verbunden fühlen. Auch die Empathie dafür, dass sie meinetwegen 15 Kugeln Eis haben möchten. Das ist verständlich. Das heißt aber nicht, dass wir ihnen das geben müssen. Und das ist eben etwas, was sich immer mehr herauskristallisiert, auch in den letzten Jahren durch Forschung, dass es Kindern sehr oft ausreicht, wenn ihr Wunsch gesehen wird. Also in der Bindungsforschung heißt das, wenn sie sich sicher und gefühlt oder gesehen fühlen. Und nicht immer gegen eine Wand rennen, die dann ständig ein Nein signalisiert. Dann sind sie auch bereit zu sagen, okay, grundsätzlich möchten meine Eltern meine Bedürfnisse befriedigen und manchmal geht's halt nicht. Aber auch das kann man nicht von Zweijährigen schon erwarten. Die Kinder sind neu auf diesem Planeten und müssen das erst lernen, dass es hier auch Grenzen gibt und so weiter. Und was bedeutet das für die Praxis? Weil es ist ja, wenn Sie jetzt sagen, das Bedürfnis oder den Wunsch anerkennen, 15 Kugeln Eis zu haben, wenn ich jetzt einem Zweijährigen sage, ich sehe, du willst 15 Kugeln Eis haben, vielleicht genügt ihm das ja nicht. Also wie kann ich ihm signalisieren, dass ich das sehr wohl sehe? Oder reicht es, wenn ich's ausspreche? Das ist sehr unterschiedlich. Also, dass auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Souveränität ist bei Kindern sehr und wahrscheinlich auch bei Erwachsenen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also, wir sind einfach sehr einzigartig von Anfang an. Grob gesagt könnte man sagen, es gibt Kinder, die haben ein besonders starkes Bedürfnis nach Verbundenheit. Die folgen dann auch, aber nicht aus einer Einsicht heraus, sondern aus Angst, aus der Liebe zu fallen. Auf der anderen Seite gibt es aber Kinder und davon wohl immer mehr, wie es mir scheint, die schon mit 2 auf Teufel komm raus sagen, nee, ich habe keine Lust, ständig nach der Pfeife der Alten zu tanzen. Ich will auch mein eigenes Leben leben. Und das ist dann die große Herausforderung. Und wir können nicht erwarten, dass die dann immer gleich sagen, ja, das kann ich verstehen, dass das nicht vernünftig ist, 15 Kugeln zu essen, aber das macht nichts. Selbst wenn sie sich dann ärgern, wenn sie wüten, wenn uns das da gelingt, wohlwollend zu bleiben, also die Erwartung, jetzt sollten sie gehorchen, führt dazu, dass wir dann oft hart werden, wenn sie es nicht tun. Sondern dass wir auch verständnisvoll bleiben, wenn sie sagen, dass sie uns blöd finden, dass sie das gemein finden und sonst was. Das ist in Ordnung. Wir müssen das deswegen aber nicht geben. Und dann werden sie mit der Zeit lernen, ich krieg nicht immer alles, was ich will, aber ich bin verbunden immer noch mit meinen Eltern. Und das ist meine Erfahrung mit meinen eigenen Söhnen, die beide ein sehr starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben und nach Souveränität. Also bei meinem ersten Sohn war das ganz extrem. Bei meinem zweiten ist es ein bisschen anders, aber auch ziemlich stark und das ist dann auch immer eine Frage und da kommt eben das Thema Achtsamkeit ins Spiel. Wie kann ich es lernen, dass ich dann nicht emotional zu sehr reagiere, sondern gelassen bleiben kann und offen bleiben kann und nicht eng und hart werde?